Ja, das Ergebnis des letzten Kapitels war leider etwas frustrierend, denn wir haben festgestellt, die Polynominterpolation funktioniert, obwohl man mit dieser Chebyschew-Interpolation vielleicht noch ein bisschen was retten kann, eigentlich nicht wirklich gut. Und vor allen Dingen ist das Problem, wir hätten es gerne im Fall von unendlich vielen Stützstellen, hätten wir gerne sowas wie eine Konvergenz dieser Interpolationsfunktion gegen die Funktion selbst. Und zumindest direkt konnte man das den Formeln, die wir haben, nicht ansehen. Ich möchte Sie aber mit diesem negativen Eindruck nicht im Regen stehen lassen und ich möchte zumindest ganz kurz motivieren, wie denn die tatsächliche Lösung für dieses Interpolationsproblem oder wie eine bessere Lösung für dieses Interpolationsproblem aussehen könnte. Und dazu wollen wir uns eigentlich eine ganz, ganz einfache Idee anschauen, die viel einfacher ist als das, was wir vorhin gemacht haben. Und zwar, wir haben hier mal unsere unbekannte Funktion f, die wir approximieren wollen. Nehmen Sie meinetwegen an, es ist wieder der Kosinus. Ich habe es jetzt hier ein bisschen komplizierter gemalt. Und diese Funktion wird an vier Stellen ausgewertet. Und ja, und an vier Stellen hochgenau ausgewertet, da kennen wir die Funktion, an den anderen Stellen kennen wir die Funktion halt nicht. Wenn Sie jetzt dem Schüler das in die Hand geben und sagen, na, er soll das jetzt an irgendwelchen Zwischenstellen auswerten, dann wäre wahrscheinlich dessen einfachste Idee, naja, also wenn Sie mir jetzt einen Wert geben, an der ich die Funktion auswerten soll, ich kenne die nur an diesen Stellen x0, x1, x2 und x3, naja, dann gucke ich einfach, an welcher Stelle der vorgegebene Wert am nächsten liegt und ich approximiere den Wert der Funktion einfach durch diesen Wert. Das heißt also zum Beispiel mal für diesen blauen Wert x1 hier vorne, wenn ich einen x-Wert bekomme in diesem Intervall hier vorne, also das da unten blau angemarkert ist, dann ist x1 der nächste Stützpunkt und ich gebe als Ergebnis einfach hier vorne den Stützwert, also den Wert an dieser Stelle x1 hier vorne wieder zurück. Okay, das heißt, was ist meine Interpolationsfunktion? Naja, in diesem ganzen Intervall in diesem ganzen blauen Intervall hier vorne gebe ich einfach diesen konstanten Wert f von x1 hier vorne wieder zurück. In diesem roten Intervall hier vorne gebe ich den Wert f von x0 zurück. In dem grünen Intervall hier vorne gebe ich das f von x2 zurück und hier vorne gebe ich das f von x3 zurück. Ja, das ist nun wirklich extrem einfach und man denkt, na, das ist wahrscheinlich keine besonders gute Idee, sowas zu tun. Also wollen wir uns ein bisschen genauer uns anschauen und hoffentlich sehen, dass es keine gute Idee ist. Also wir haben Stützstellen x0 bis xn und ich habe absichtlich das hier vorne jetzt mit klein n bezeichnet. Das heißt also hier oben wären die Stützstellen x0, x1, x2 und x3. Das heißt, hier wäre n gleich 3. Wir machen eine Interpolation auf jedem dieser kleinen Intervalle, das heißt also auf dem roten, blauen, grünen und gelben Intervall und zwar separat. Ja? Das heißt also nicht, wir gucken uns nicht das ganze Intervall an von x0 bis x3, sondern wir machen eine Interpolation auf einem kleinen Intervall jeweils. Okay, das heißt also, wenn wir uns zum Beispiel dieses Intervall hier anschauen, um das x1 herum, naja, wie viele Stützstellen habe ich da? Nur eine einzige, ja, denn die anderen liegen alle außerhalb. Das heißt, ich habe nur eine Stützstelle in unserer alten Formel, und jetzt habe ich hier leider blöderweise ein klein n geschrieben. In unserer alten Formel, da kam hier vorne immer so ein Groß n. Ja, mal gucken. Ja, das wollte ich jetzt hier auch nicht. Ich versuche es trotzdem nochmal. Das Groß N, das war da 0. Ja, das war nämlich die Anzahl, ich hatte Stützstellen von x0 bis xn. Jetzt habe ich nur das x1, also nur eine einzige Stützstelle. Das heißt, hier ist tatsächlich n gleich 0. Okay, gut, was können wir dann machen? Wir müssen interpolieren mit Polynomen aus P0. Das heißt, das sind die konstanten Polynome. Und genau das haben wir natürlich hier auch gemacht. Ja? Auf diesem blauen Intervall hier vorne haben wir eine konstante Funktion als Interpolationsfunktion angegeben. Okay, gut. Wie sieht es aus mit dem Interpolationsfehler auf diesem kleinen blauen Intervall hier vorne? Wir können ja, man kann es auch anders machen, aber wir können ja einfach jetzt unsere Formel nehmen von vorhin. Ja? Und wir können sagen, der Interpolationsfehler, der ist auf jeden Fall mal beschränkt durch die Unendlichnorm der
ersten Ableitung, ja, es ist n gleich 0, das heißt, das ist fn plus 1 da vorne, ist in diesem Fall die erste Ableitung, unendlich Norm der ersten Ableitung, geteilt durch n plus 1 Fakultät, n war 0, also 1 Fakultät. Ja, und dann stand hier vorne dies w von x und naja, ich habe hier in diesem Fall nur einen Stützpunkt, das ist gerade dieses x1, das heißt, hier steht der Betrag von x minus x1. Okay, das heißt also, der Interpolationsfehler ist beschränkt nach oben durch die unendliche Norm der ersten Ableitung mal dieses x minus x1 hier vorne, Betrag von x minus x1. Okay, ich betrachte aber nur dieses Intervall hier vorne. Ja? Das heißt also, wie groß kann dieses x minus x1 vom Betrag höchstens werden? Na, natürlich genau so viel, wenn das x1 hier vorne in der Mitte liegt, dann ist es tatsächlich genau die halbe Intervalllänge. Okay, gut. Was bedeutet das? Also es ist also klar, für diese drei Interpolationspunkte, die ich hier oben habe, wäre also das x minus x1 hier, das könnte maximal den Wert ein Sechstel annehmen. Ja? Das heißt also, in diesem Fall wäre tatsächlich der Interpolationsfehler nach oben beschränkt durch die unendliche Norm der ersten Ableitung mal ein Sechstel. Okay. Für den allgemeinen Fall von n solchen äquidistanten Interpolationspunkten wäre das hier natürlich nicht, und n plus 1 äquidistanten Interpolationspunkten, was wir vorhin immer betrachtet haben, wäre das hier dann natürlich 1 durch 2n. Okay, gut. Das heißt, im allgemeinen Fall von n plus 1 Interpolationspunkten können wir den Interpolationsfehler für diese simple Idee, nämlich einfach, wir nehmen einfach den nächsten Punkt und betrachten das und akzeptieren das als unsere Approximation, da bekommen wir hier die Abschätzung, der Interpolationsfehler ist kleiner gleich unendlich Norm der ersten Ableitung mal 1 durch 2n, denn das ist der maximale Abstand, den wir hier vorne noch bekommen. Ja, und interessanterweise, für n gegen unendlich geht das natürlich gegen 0, was hier vorne steht. Ja? Okay, das heißt, etwas, wo wir vorhin die Waffen strecken mussten, wo wir sagen können, das können wir nicht zeigen, für n gegen unendlich sind tatsächlich der Interpolationsfehler tatsächlich gegen 0. Das ist hier eine völlige Trivialität. Und das heißt, in diesem Sinne ist diese Interpolation, diese simple Interpolation, die wir hier vorne gemacht haben, sogar unserer alten Interpolation vom letzten Mal überlegen. Okay, gut. Das heißt also, vielleicht ist diese Idee gar nicht mal so schlecht. Vielleicht müssen wir so nur noch ein bisschen aufpimpen. Und das machen wir, indem wir sagen, naja, also vielleicht war es nicht so eine ganz tolle Idee, hier vorne wirklich konstante Funktionen anzunehmen. Wenn Sie sich das genau überlegen, Ihre nächste Idee, selbst die Idee eines Schülers, die nächste Idee wäre doch, naja, wenn wir das Ganze hier approximieren wollen, dann nehmen wir doch nicht konstante Funktionen, sondern dann nehmen wir doch mal benachbarte und verbinden die einfach mal. Und ja, wenn ich jetzt hier vorne an dieser Stelle auswerten will, ja, dann nehme ich nicht einfach nur den Wert, der hier oben steht, sondern ich nehme praktisch den Wert dieser Verbindungsgraden hier vorne an diesem Punkt. Okay, diese ganzen Ideen, nämlich einfach Polynome von kleinem Grad auf jedem dieser Intervalle zu nehmen zur Interpolation, das ist eine Idee, die man Splines nennt, und zumindest die Definition möchte ich Ihnen hier einfach ganz kurz einmal vorstellen. Und ja, diese Dinger heißen Splines, auch zu Deutsch Strahlatten, und ich will nachher ein kleines Experiment machen und Ihnen tatsächlich zeigen, warum die so heißen. Also wir betrachten ein Intervall AB und dieses Intervall AB sei aufgeteilt an Punkten S0 gleich A, S1, S2 und so weiter nach oben steigend geordnet und der letzte sei B. Stellen Sie sich vor, das sind unsere Punkte X0, X1, X2, X3 und so weiter von hier oben. Eine Funktion S auf dem Intervall AB nach R heißt Spline der Ordnung K zu den Knoten S0 bis Sn, falls, naja, erstmal auf jedem einzelnen Intervall von SI bis SI plus 1 soll dieser Spline ein Polynom vom Grad kleiner gleich K minus 1 sein. Das heißt also, für unsere Idee von vorhin, da war auf jedem einzelnen Intervall war die Funktion, die Interpolationsfunktion konstant. Das heißt, es war ein Polynom vom Grad 0.
Das heißt also, das hier vorne wäre erfüllt, wenn wir k gleich 1 setzen. Dann ist tatsächlich auf jedem Intervall hier vorne der Spline oder die Funktion, mit der wir interpolieren, ein Polynom vom Grad 0, also k minus 1. Okay, und was können wir jetzt machen? Naja, also wenn wir jetzt hier Polynome höheren Grades zulassen, dann sehen Sie, naja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Grad 1 zulasse, dann kann ich es plötzlich hinbekommen, dass meine Gesamtfunktion, die ja vorher komplett unstetig war, ja, also dass hier vorne diese Interpolationsfunktion, die war ja konstant hier und konstant hier. Das heißt also, da vorne hatten wir einen Sprung an dieser Stelle. Wenn ich jetzt hier vorne lineare Funktionen zulasse, ja, dann sehen Sie, oh, dann wird das Ganze stetig. Ja? Also wenn ich jetzt diese ganzen Punkte, die ich hier habe, wenn ich die verbinde, dann habe ich eine lineare Interpolationsfunktion und ja, die ist also abgeknickt an diesen Punkten, wo das Ganze jeweils zusammentrifft. Aber sonst sieht das gut aus. Das ist eine stetige Funktion. Das heißt also, wenn wir den Polynomgrad innen erhöhen, dann können wir fordern, dass die Funktionen stetig sind oder vielleicht sogar einmal differenzierbar, zweimal differenzierbar und so weiter. Und genau das tut man auch. Ups, da bin ich jetzt viel zu hoch. Okay, eine Funktion heißt Spline, wenn erstmal auf jedem Intervall tatsächlich ein Polynom sind von richtigem Grad und insgesamt sollen die halt gerade noch ja, in CK-2 sein. Das heißt also, an diesen Interpolationspunkten, an den Punkten, wo die aufeinanderstoßen, da sollen die gerade noch K-2 mal differenzierbar sein. Wieder Anwendung auf vorhin, wenn wir K gleich 1 setzen, naja, dann macht das hier vorne keinen Sinn. Dann haben wir hier vorne C minus 1 stehen. Ja, das ist eine Funktion, die minus 1 stetig mal stetig differenzierbar sind. Das macht nicht allzu viel Sinn. Deshalb gucken wir uns das nur an für K größer gleich 2. Und schauen wir uns an, was passiert für k gleich 2. Naja, da darf auf jedem Intervall dieser Spline eine lineare Funktion sein. Das heißt, es ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Man könnte auf die Idee kommen, diese Punkte einfach zu verbinden jeweils. Ja, da habe ich eine lineare Funktion, eine Funktion aus P1. Und naja, in diesem Fall soll das Ganze dann sein insgesamt aus C0. Das heißt, es soll insgesamt stetig sein. Ja, und das ist auch tatsächlich, was man sieht, wenn man diesen Polygonzug sich anschaut. Der ist natürlich insgesamt stetig. Okay, gut. Ja, ich belasse es einfach bei diesen beiden Beispielen für Splines der Ordnung 1 und 2. 1, das sind diese konstanten Funktionen. Spline der Ordnung 2, das wäre dieser Polygonzug, bei dem ich interpoliere, indem ich einfach zwei aufeinanderfolgende Punkte miteinander verbinde. Okay, die Frage ist, wie kommen die zu diesem komischen Namen Straklatte? Und ich vermute mal, dass die meisten von Ihnen einfach diese Straklatten überhaupt nicht mehr kennen. Und ich habe ein einziges Video gefunden, in dem tatsächlich das nochmal vorgeführt wurde, wie sowas funktioniert. Die Straklatte ist tatsächlich ein klassisches Instrument des Bootsbaus. Und ich will mal gucken, ob ich Ihnen ein Video zeigen kann. Kann sein, dass Sie nichts sehen. Okay, gut. Also, ein einziges Video habe ich gefunden. Und ja, wir werden gleich diesen Mann beobachten, wie er etwas tut. Und zwar, er befindet sich hier in einem Schiffsbauch. Und man sieht hier vorne sind einige Balken, darin sind verfault, die müssen ausgetauscht werden. Und genau das will er tun. Und dazu muss er diese Balken, die jetzt drin sind, rausnehmen und durch neue ersetzen. Das Problem ist, dieser Schiffsbauch hier vorne, der ist natürlich nicht gerade, sondern der ist irgendwie gebogen. Und das heißt, er muss ein Brett oder einen Balken so zusägen, dass er genau reinpasst in diesen vorgegebenen Schiffsbauch. Okay, gut. Also ich glaube, wir wissen, was er will. Jetzt gucken wir nach, was er tatsächlich tut. Ah, er misst hier aus. So. Und das ist jetzt das entscheidende Instrument. Er hat sich nämlich ein Werkzeug gebastelt, mit dem er praktisch diesen Bauch abtasten kann. Ja, und zwar hat er hier vorne diese Latte, da sind diese kleinen Rähmchen dran. Und diese Rähmchen, die stellt er jetzt so ein, dass sie an einigen Punkten, nämlich hier, 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 hier und so weiter, den Bauch
tatsächlich abtasten. Das heißt, wir ihm praktisch angeben, wo der Bauch ist in Bezug auf diese Latte hier vorne. Und das heißt, was er hier vorne tut, ist, wenn wir diesen Bauch hier mal als eine Funktion sehen, was er dann tut, ist, er wertet diese Funktion aus an einigen Punkten. Ja? So kann man das sehen, wenn man das so will. Und zwar hier vorne, da berührt tatsächlich dieses Lättchen den Bauch, hier, hier, hier und so weiter. Okay, gut. Gucken, wie ihm das hilft. So, und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Hier unten liegt dieser dicke Holzbalken, aus dem möchte er seinen Balken raussägen. Er legt jetzt dieses Werkzeug, das er sich gebastelt hat, hier vorne an. Und an den Punkten, wo vorhin die Rähmchen den Bootsbauch berührt haben, schlägt er jetzt jeweils einen Nagel ein. Das heißt also, diese Nägel hier vorne sind genau nachher so angeordnet, wie auch sind genauso angeordnet wie vorhin dieser Bauch. Das heißt also, die werden ihm angeben, wie die Form des Bauches ist an diesen Stellen. Das heißt also, die Nägel sind korrekte Positionen des Bauchs. So, und dann gucken wir mal an, was er damit macht. So, und jetzt hat er dieses Werkzeug weggenommen und diese Nägel, die sind jetzt die Position tatsächlich, die sind genau in der Position wie vorher der Schiffsbauch. Und was er jetzt macht, ist eigentlich eine sehr clevere Idee. Er hat natürlich jetzt nur die Position an einigen Punkten. Das hilft ihm nicht wirklich, ja? Er muss das nachher auf die Säge legen. Und da muss er wirklich dann einen geraden Weg machen. Und die Frage ist, wie geht man jetzt von einem Nagel zum anderen? Und wenn man einfach nur gerade linear durchgeht, dann wird das keine gute Idee. Das heißt, er macht was anderes. Er nimmt eine Latte, eine sehr biegsame Latte, und spannt die ein. Und wir sehen, diese Latte hier vorne, die nimmt jetzt eine sehr schöne natürliche Biegung ein und verbindet natürlich die Positionen, an denen er vorhin seine Nägel eingeschlagen hat. Das heißt also, das hier ist jetzt tatsächlich eine wunderbare Approximation für die Kurve. Das heißt, die wir eigentlich hatten, nämlich für diese Kurve des Bauchs. Okay, also irgendwie ist das tatsächlich jetzt sowas wie unsere Interpolationsfunktion. Wir hatten eine Funktion, nämlich diesen Bauch, die haben wir an einigen wenigen Punkten abgetastet. Und die haben wir jetzt zu einer vollständigen Kurve hier verbunden. Okay, eigentlich eine sehr clevere Idee, denn die Kurve, die hier rauskommt, die ist natürlich sehr, sehr, sieht gut aus, sieht sehr natürlich aus. Und die Frage ist, warum sind wir eigentlich nicht drauf gekommen? Es ist wunderbar konstruktiv, ist vielleicht ein bisschen aufwendig, wenn man den Sinus ausrechnen will, aber immerhin wäre es anscheinend doch eine gute Idee gewesen. Wir gucken nochmal ganz kurz an, was er damit macht, aber man ahnt natürlich schon, was er macht. Na, oder auch nicht. Naja, ich sag's Ihnen einfach. Er nimmt gleich natürlich einfach diese Latte weg. Ja, und dann legt er das Ganze halt unter die Säge und sägt jetzt genau diese Kurve nach, die er gerade mit Hilfe der Straklatte da vorne sich erzeugt hat. Okay, gut. Jetzt fragen Sie vielleicht, okay, das ist eine wunderbare Möglichkeit, um Punkte zu verbinden, aber was hat das jetzt mit unseren Splines da zu tun? Und der Gag ist, das, was wir vorhin uns angeschaut haben, nämlich diese Idee, dass man nur auf einzelnen Intervallen eine Polynominterpolation macht und dann Stetigkeit oder auch Differenzierbarkeit fordert zu den Nachbarelementen und auf jedem Einzelintervall Polynome vom Grad kleiner gleich k minus 1 zulässt. Da stellt sich heraus, dass es genau äquivalent zur Aufgabe zu dieser Aufgabe, das heißt, die Kurven, die man erzeugt für k gleich 4, sind genau die Kurven, die man auch
mit dieser Konstruktion erzeugt. Und das ist eigentlich der Grund, warum diese Strahlglatte heute eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Denn man kann es tatsächlich alles im Rechner machen, wenn Sie diese Splines erzeugen, diese Spline-Interpolation machen, von der Ordnung K gleich 4, stellt sich heraus, das ist genau das, was man auch mit dieser Spline-Interpolation, also mit dieser Strahlglatten-Interpolation rausbekommen würde. Und da das natürlich im Rechner ein bisschen weniger aufwendig ist, nimmt man lieber die. Okay, also nach diesen historischen Anmerkungen sind wir dann auch fertig.